Achtung, dieses Produkt wurde entwickelt, um Privatpersonen die Möglichkeit zu bieten, selbst eine Straßenbahn zu steuern. Diese Simulation wird sehr realistisch nachgestellt. Da bin ich aber mal gespannt. Wir schaffen mit diesem Produkt die Möglichkeit, eine eigene Leidenschaft für diese Materie in einer sicheren und komfortablen virtuell zu erleben. In einer komfortablen Umgebung virtuell zu erleben und weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Simulation nicht mit der Realität zu verwechseln ist. Es ist... Obst im Haus. Ich brauche endlich eine neue Krawatte, Digga. Leute, wie findet ihr eigentlich meine neue Frise? Ich war heute beim Friseur. Seiten wieder auf Penislänge, Digga. Den Bus-Simulator 18, den haben wir erstmal auf die Side of Life gelegt. Weil demnächst kommt ja der Bus-Simulator, ihr wisst, wie ich meine, 21. Und ich habe jetzt letztens einen Kommentar gelesen. Kalle, du hast den Bus-Simulator 18 ja noch gar nicht durchgespielt. Spiel den erstmal zu Ende. Digga, ich habe mehr gesehen in dem Spiel als du in deinem ganzen Leben. Das musste rauspiepen, glaube ich. Ich glaube, das ist ein bisschen grenzwertig. Moin Mädels! Moin Jungs, herzlich willkommen zum Tram-Simulator! Habe ich mal zugeschickt bekommen von tramsimulator.de. Herzlichen Glückwunsch. Nee, Dankeschön an dieser Stelle. Ich habe gar keinen Plan, was mich hier erwartet. Ich weiß nur, wir können hier durch die Schweiz irgendwie fahren. Wir können durch Wien brettern oder was. Ja, welche Stadt? Wo sind wir denn? In welchem Land befinde ich mich? Jahreszeit Sommer, Winter, Weihnachten, Sommer. Ja, ist ja noch Sommer, ne? Dr. Sommer. Wenn jetzt Sommer wäre, wenn jetzt Sommer wäre, wenn jetzt Sommer wäre. Wenn jetzt Sommer wäre. Also, wo bin ich? In welchem Land? Steht nirgendwo erweiterte Option? Covid-Modus? Es gibt einen Covid-Modus? Was ist denn der Covid-Modus? Haben die eine Maske oder was? Ja, aber haben wir ja genug von im echten Leben, oder? Ist ja nur eine realistische Simulation. Verstehst du das? Es gibt einen Fahrplan-Modus. Ja, dann nehmen wir Linie 1. Wird gerne mal früh morgens um 8 starten. Ja, dann rein. Wo bin ich? Welchem Land? Welche City? Wo ist das hier? Stopp! Stopp! Timeout! Halt, stopp! Die wird immer schneller. Das bin ich! Stopp! Ich kann nicht anhalten. Wie viel? Oh, ich habe die Notbremse gedrückt, glaube ich. Wie kann ich denn aufstehen? Ah, hier. Aha. So, wir gucken uns die Strapazenbahn hier erstmal an, oder was? Während der Fahrt nicht mit dem Fahrpersonal sprechen. Da könnt ihr euch alle mal ein Beispiel beinehmen, ne? So. Wiener Linien. Wir sind in Österreich. Dann heißt das ja gar nicht Straßenbahn oder Tram, sondern BIM. Wer hat euch eigentlich ins Hirn geschissen? Oh, ich hätte gerne eine Pizza Funghi mit extra Käse, danke. Jo. Ja, ich nehme noch eine Margarita dazu. Alles klar, jo, kein Problem. Ja, Käsebrötchen mit Thunfisch ist auch noch in Ordnung. Ja, aber jetzt halt die Schnauze. Ja, dann gib mir halt noch... Meine Fresse, halt doch die Fresse! Ah, da ist der Knöppis. Ah. Oh, da sind schon die ersten Leute. Oh, weia! Start! Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber es klingt nicht richtig. Warnblinker, Blinker, Sand gleiten. Ich will nicht über den Sand gleiten. Ah, hier, Federspeicher, was? Tür! Mach mal auf hier die Kontrolle. Auf. Auf! Guck doch rein da, den Larry! Stopp! Stopp! Der fährt einfach. Warte mal. Jürgen, Lukas, wie auch immer. Scheiße. Hallo? Ich krieg die Tür nicht auf! Scheiße! Neuer Job ist scheiße hier! Wie mache ich die Tür auf? Mach mal Sand. Wie geht die Tür auf? Da, nee. Warum will der da nicht draufdrücken? Was mache ich falsch in meinem Leben? Ja, geht gleich los, ne? Ich muss nur kurz... Türfreigabe Num 4. Zentrales Öffnen Num 1. Aha! Ist ja überhaupt kein Scheiß-Tutorial. Wir können das auch so. Hallo! Wir können sogar rausgehen, hör mal. Man kann dem Spiel richtig in die Seele zoomen, ne? So, warte mal. Also, ja. Dann fahren wir weiter, würde ich sagen. Was denn jetzt? Das war die Klingel! Abfahrt. Mann, jetzt fahr doch weiter, du Piss! Mann!
Aha. So. Ah, hier ein schöner Blinker, Warnblinker. Ja, ist doch was rein. Zum Bahnfahrer, ich meine, man kann halt nicht falsch abbiegen, ne? Man kann halt nicht falsch abbiegen. Ist ein bisschen laut hier vorne, ne? Alex, du musst wieder justieren. Ja, ist ein einfacher Job. Da kann ja nichts schief gehen. Ist ja easy. Oh, stopp! Stopp! Das haben wir. Moin. Hallo. Hey. Hallo. Können Sie mich bitte vorbeilassen? Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Ey! Ey! Du hast da... Da ist niemand drin. Ey, du hast da hinten zu warten, hör mal. Die Leute hier einsteigen wollen, wenn der Fahrer nicht aufmacht, dann muss er mal warten hier auf einen Zentimeter. Was ist denn da los? Hä? Wo kommen wir denn da hin? Guck mal, die Maschinen hier einfach rein oder was? Hallo, halt, stopp. Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Können Sie mich bitte vorbeilassen? Können Sie mich bitte vorbeilassen? Können Sie mich bitte vorbeilassen? Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Können Sie mich bitte vorbeilassen? Können Sie mich bitte vorbeilassen? Die Scheißstraße ist groß genug! Verpiss dich doch einfach! Können Sie mich bitte vorbeilassen? Ja. Gut. Gibt's hier noch andere? Kannst du sie bitte in Ruhe lassen? Kannst du sie bitte in Ruhe lassen? Kannst du sie bitte in Ruhe? Kannst du sie bitte in Ruhe? Können Sie mich bitte vorbeilassen? Gut, nehmen wir mal wieder ans Werk, ne? Ah, jetzt sind sie alle drin, ne? Ja, moin! Zur Seite! Was machen wir jetzt an der Tür? Oh, war ja. Rote Ampel. Ah! Zu weit! Oh, scharfe Kurve. Ja, aber wir können ja nicht falsch fahren. Also, wir können jetzt hier ganz entspannt. Oh, da ist eine Bahn. Oh, andere Seite. Da war eine Halte, ne? Moin, Udo! Schön durch Wien pilzen hier, du. So, jetzt hier mal schön in die Eisen, ne? So, und wieder. Ja. Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Ich will mich doch nochmal umgucken hier, beim Handyshop. Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Können Sie mich bitte vorbeilassen? Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Könnt ihr mal bitte euer Gehirn benutzen und nicht in die Scheiße hier rein oder was oder wie oder was? Hier, die Tür geht nicht auf. Geh mal vorne rein. Kannst du mal bitte vorbeilassen, ne? Ey, der Laden ist ganz schön voll hier. Also ich muss sagen, es ist eine absolut realitätsnahe, also ich muss sagen, die Simulation ist bisher absolut realitätsnah. Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Auch das Vokabular, die nötige Tiefe, damit man sich einfach in das Spiel hineinversetzen kann. Können Sie mich bitte vorbeilassen? Können Sie mich bitte vorbeilassen? Seht ihr das? Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Warte, was hat er denn vor? Will er sich boxen oder was? Komm her, ich boxe. Können Sie mich bitte vorbeilassen? Was hat er denn mit seinen Händen? Warum sind die so lila? Kann ich hier irgendwie ein Auto klauen? Hier geht's nicht weiter. Ich komm hier einfach nicht weiter. Können Sie mich bitte vorbeilassen? Kannst du jetzt meine Schnauze halten? Ich mach Mittagspause! Können Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Weiß nicht, was ich schlimmer finde. Katzen oder Österreicher? Können Sie mir... Ah, halt doch die Fresse! Irgendwas stimmt hier nicht. Ich komm nicht rein. Mach mal Sand. Wir brauchen mehr Sand. Jetzt auf oder zu? Ich hab da irgendwie den Überblick verloren. Ah, guck mal, da kommt eine Bahn. Oh, die Kippe, die Kippe. Ja, moin! Da sitzt doch wieder keiner drin, ne? Ich flipp aus, du. Warum blink ich? Alter, ist das schlecht gemacht. Ich will, dass die Tür zugeht und ich losfahren kann. Hallo? Mach bitte die Tür zu, ey. Und jetzt mach den Blinker aus. Wie geht der Blinker aus? Hä? Also... Alter. Wie geht der Blinker? Ah, hier ist alles am Blinken, Alter! Scheiß drauf, ich mach jetzt den Blinker nicht aus. Wie macht man den denn aus? Steuerung. Blinker links, Numm, und A, ah, hier. Die beiden, okay. Ja. Oh mein Gott, wir sind aber wieder Fast and the Furious hier. Oh, stopp. Wir versuchen mal ordentlich zu bremsen hier. So, dann machen wir hier mal den Laden auf. Was ist denn jetzt wieder? Ja. Was ist hier das Problem? Mach doch die Dreckstüren auf. Was ist das Problem? Da ist noch eine rote Tür. Jetzt. Ja. Wo müssen wir lang? Links oder rechts? Okay, wir fahren geradeaus. Kein Problem. Wie macht man das mit der Weiche? Aber man kann sich immer schön umgucken hier, ne? Schön die City angaffen, Alter. Cool. Wir fahren weiter. Wir haben das nicht verdient. Hier. Selber schuld. Moin. So, Freunde. Das kennt ihr nicht, ne? Guck mal hier. Smooth gebremst. Smooth kriminell. You're a smooth criminal. So, Tür ist auf. Zacki, zacki, Hühnerkacki. Oh.
Warte mal. Dies Gedüte, ne? Ich hätte nach dem ersten Tag bei der Bahn, hätte ich einen absoluten Nervenzusammenbruch wegen dieser Scheißtür! Warum geht ihr nicht zu? Irgendwas blockiert hier meine Seele. Warum? Taxi! Ich hab keinen Bock mehr auf meinen Job. Ich will wieder Bus fahren. Hallo! Au. Ich hab hier eine Barriere. Ich hab hier so einen. Ich hab hier so einen innerörtlichen Keuschheitsgürtel. Verstehst du, wie ich mein? Macht eure Scheiße bitte alleine. Ich gehe jetzt nach Hause. Die Scheiße, die gebe ich mir nicht mehr.